of this day. So, wir hatten heute Morgen schon beim AdTech-Thema oft mal die Frage, was gibt es denn an sozial inklusiven AdTechs da draußen, an Innovationen? Und das Thema beantworten wir nicht direkt, aber wir streifen es ein kleines bisschen, würde ich sagen, in unserer nächsten Session. Denn es geht um einen eigentlich positiven Trend. Immer mehr Studierende haben einen größeren und diverseren Hintergrund. Vielleicht ist Familie im Hintergrund, man muss auf die Kinder noch irgendwie unterbringen, während man studiert. Vielleicht hat man einen Migrationshintergrund. Vielleicht ist man eigentlich schon im Beruf und wechselt dann wieder ins Studium. Die Frage ist natürlich, wie kann man als Lehrende dem gerecht werden? Wie geht man darauf ein, wenn man Menschen unterrichtet, die die unterschiedlichsten Bedürfnisse haben und manche davon eben vor allem auch noch das Studium mit einem großen anderen Teil des Lebens jonglieren müssen oder balancieren müssen und nicht einfach nur sich voll und ganz auf ihr Erasmus-Semester studieren können, während die Eltern die Wohnung zahlen, zum Beispiel. Das wird auch erforscht und zwar innerhalb des vom ESF geförderten Projekts Heterogenial prüfen und was da wirklich zutage gekommen ist, welche Methoden es gibt, welchen Methodenkoffer man auch Lehrenden an die Hand geben kann, das berichtet uns jetzt Sabine Seidel. Herzlich willkommen. Hallo. Sabine Seidel hat lange an der Europa-Universität Viadrina unterrichtet und mit Blended Learning-Szenarien experimentiert oder auch gelehrt. 2018 erhielt sie den Landeslehrpreis des Landes Brandenburg und ist eben jetzt auch in diesem Projekt beteiligt und kann uns daher direkt ganz praktisch berichten, auch wirklich an handfesten Beispielen, wie sowas aussehen kann. Herzlich willkommen, los geht's. Dankeschön. Prima. Also nochmal herzlich willkommen von mir. Mein Name ist Sabine Seidel. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in diesem Projekt Heterogenial prüfen. Und ganz am Anfang, als ich zu diesem Projekt kam, habe ich mich gefragt, heterogenial prüfen, ja, was soll das denn bitte sein? Das haben Sie sicherlich auch gefragt, als Sie diesen Titel gehört haben. Ich hatte damals, als ich das Projekt oder den Projekttitel das erste Mal hörte, gleich ein Bild im Kopf und zwar ein Seminar mit 300 Studierenden der BWL, die eine standardisierte Klausur mit Multiple-Choice-Aufgaben schrieb. Und das ist eher ein Bild von Homogenität, von Effizienz und nicht unbedingt der Platz für Vielfalt und Individualität. Also wie soll das in so einem Zusammenhang gehen, heterogenial zu prüfen? Was ist das überhaupt, heterogenial in dem Kontext? Das Thema ließ mich nicht mehr los und ich bin dann Teil des Projektteams geworden. Und wenn Sie jetzt diesen Vortrag anhören, dann können Sie ein bisschen oder ein paar Antworten erfahren und auch ein paar praktische Tipps zu dem Thema Vielfalt und Prüfungsgestaltung. Doch zunächst einmal ein paar Worte, um das Projekt Heterogenial prüfen einordnen zu können. Es handelt sich um ein ESF-Projekt, wie gerade schon erwähnt wurde, welches an der Brandenburg Technischen Universität Cottbus-Senftenberg durchgeführt wird. Daher danke ich ganz ausdrücklich natürlich dem Förderungsgeber. Die Mittel sind vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gewährt worden. Die Brandenburg Technische Universität Cottbus-Senftenberg liegt in Brandenburg. Genau. Es studieren dort ca. 6.800 Studierende an 6 Fakultäten. Der Braunkohleausstieg und der damit einhergehende Strukturwandel sind wichtige Themen vor Ort. Und die Uni beschäftigt sich mit praxisrelevanten Lösungen für die Gestaltung von Zukunftsthemen. Die BTU ist eine junge Universität mit starkem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit. In der Kombination aus Grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung entstehen hier weltweit nachgefragte Lösungen in den Schwerpunktbereichen Umwelt, Energie, Material, Bau, Gesundheit sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. In den Unistrukturen findet man das Projekt Heterogenial prüfen am IKMZ beheimatet. Uiui, jetzt habe ich vor Aufregung vergessen zu klicken. Also das ist nochmal zur Uni. 6.800 Studierende, 6 Fakultäten. Und hier ist das IKMZ. Ich versuche es im Gedächtnis zu behalten. Zum IKMZ gehört die Bibliothek, der IT-Service und natürlich auch das Multimedia-Zentrum. Und am Multimedia-Zentrum kümmert man sich vor allem um die Unterstützung der digitalen Lehre. Zu Medienproduktion macht man was und zu Webanwendungen und Webauftritt.
Und hier entstand auch die Idee zu dem Projekt und man wollte vor allem eine Flexibilisierung des Prüfungsgeschehens bezwecken. Das Projekt begann am 01.01.2021 und endet am 30.06.2022. Es arbeiten neben mir dort noch Andreas Brandt, Marlene Dubrau, Sophie Handreschke, Matthias Schulze und Matthias Kernig und Boguslav Mavis an dem Projekt. So, und was ist nun der Hintergrund von dem Projekt? In den letzten Jahren ist in den deutschen Hochschulen ein deutlicher Trend als Herausforderung in der Lehre erkennbar. Die Zusammensetzung der Studierendenschaft wird heterogener und die Zahl der Studierenden mit beruflicher Qualifizierung, familiären Verpflichtungen, Migrationshintergrund oder weiteren diversen Merkmalen steigt. Das ESF-geförderte Projekt Heterogenial Prüfen der Brandenburg Technischen Universität Cottbus-Senftenberg zielt darauf ab, die Chancen und Herausforderungen der Heterogenisierung im Hochschulkontext aufzugreifen. Und wir setzen dabei bewusst beim akademischen Lehrpersonal an. Ziel ist es, die Hochschullehrenden zu besserem Umgang mit einer heterogenen Studierendenschaft zu befähigen und ihnen Werkzeuge und Methoden für eine individualisierte, faire und chancengleiche Lehre an die Hand zu geben. Den Schwerpunkt bilden dabei die Vermittlung von Kompetenzen und der Einsatz von elektronischen Prüfungen, also von E-Assessments. Und zwar vor, während und nach Lehrveranstaltungen. Das heißt also diagnostische, formative und summative Prüfungen. Wir haben eine Schulung dafür vorbereitet, um die Lehrenden zu schulen. Und da geht es vor allem darum, wir haben eine diagnostische Eingangsbefragung, eine Online-Schulung mit 4 Stunden. Da gehen wir auf die Themen Heterogenität, allgemeines Prüfen, diagnostische Prüfungsverfahren ein, eine Selbstlernphase und dann noch einen Workshop-Tag wieder mit 4 Stunden. Und hier wird vor allem auf die Themen formative Prüfungsszenarien und summatives Prüfen eingegangen. Und dann beraten und begleiten wir unsere Lehrenden noch mit ihren Lehrkonzepten. Und hier in dem Vortrag ist jetzt schwierig, diese ganzen Inhalte, die wir uns in diesen 8 Stunden und der Selbstlernphase, die wir da schon zusammengesucht haben und auch da schon extrem reduzieren mussten, jetzt auch nochmal in einen Vortrag zu bringen, der nur 30 Minuten dauert. Ich werde jetzt auf 3 Themenfelder eingehen. Und das ist zum einen mal Blackbox-Studie, Lehr- und Prüfungsgestaltung und das dritte Themenfeld ist Hilfe, Ausgleich und Fairness. Also zum Themenfeld 1, Blackbox-Studie. Also dafür kurz ein Blick in den Lehralltag. Kennen Sie das? Sie haben eine ganz, ganz tolle Lehrveranstaltung vorbereitet, konzipiert, bei der sich die Studierenden viel beteiligen sollen. Sie sollen sich vielleicht selber Feedback geben, sollen Teilaufgaben lösen, einfach irgendwelche Dinge semesterbegleitend tun. Ja, aber es gibt immer welche, die kommen schlecht vorbereitet, sind übermüdet, halten Termine nicht ein, ja, oder arbeiten sehr, sehr schlampig. Sind die alle desinteressiert, faul oder hilft hier nur Strenge? Sie können genauso wenig wie ich in die Köpfe der Studierenden hineinschauen. Und deswegen wissen wir nicht, welche Gründe es für dieses Verhalten gibt. Man muss nicht auf einer Party gewesen sein, um unausgeschlafen zu sein. Ein zahnendes Baby reicht da vollkommen. Wenn man kurzfristig die Schicht für einen Kollegen übernehmen musste, weil man sonst sein Studium nicht finanzieren kann, diesen Job also unbedingt braucht, dann kann es durchaus mal sein, dass man eine Lehrveranstaltung eben nicht vorbereiten kann. Und wenn man chronisch krank ist und Schübe hat in dieser Krankheit, dann kann man auch nicht jeden Abgabetermin einhalten. Lehre orientiert sich aber vielfach an der Vorstellung von einem Normalstudierenden. Wie sieht so ein Normalstudierender aus? Der ist finanziell unterstützt durch die Eltern, hat einen deutschen Pass, keine Kinder, ist weiß, jung, heterosexuell. Die Realität ist aber oft anders. Also ich habe jetzt Zahlen aus dem Zentrum für Hochschulentwicklung, die auf der Basis von Daten von Mittendorf 2017 und dem Statistischen Bundesamt sich berufen. Und danach ist mehr als die Hälfte der Studierenden finanziell auf Erwerbstätigkeit angewiesen. Das sind 68%. Und da sind besonders betroffen Studierende, die aus Arbeiterinnenfamilien kommen, ältere Studierende und Studierende mit Migrationsgeschichte. Manche Studierende haben Kinder, das betrifft etwa 6%. Oder haben erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen, die studienerschwerend sind. Das betrifft etwa 11%. Sie kommen aus dem Ausland, 12,8%, haben einen Migrationshintergrund, 20%. Oder verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung, 22%. Das heißt, sie sind schon länger aus dem Lernen raus.
Sie sehen, unsere Studierende sind in vielen Fällen einfach sehr verschieden oder in vielen Faktoren sehr verschieden, aber sie ähneln sich auch. Verschiedene Aspekte können Auswirkungen auf das Lernen haben und somit natürlich auf den Prüfungserfolg und den Studienerfolg. Stellen Sie sich mal einen 18-jährigen Studierenden vor, gerade Abi gemacht und er beginnt das Studium. Und dann stellen Sie sich mal jemanden vor, der ist 29, hat eine Berufsausbildung, hat vielleicht gerade seine Familie gegründet und fängt auch an zu studieren. Beide sind Erstsemester, aber sie unterscheiden sich ganz stark innerhalb vom Vorwissen, von Erfahrungen, die sie bereits gemacht haben. Ganz extrem werden sie vielleicht unterscheiden in der Art, wie sie Lernprozesse bewältigen, also das Lernverhalten, die Lernorganisation, vielleicht aber auch die Lernmotivation, die hinter der Studienwahl steckt. Und dann unterscheiden sie sich ganz erheblich in den Lebensumständen. Die verschiedenen sozialen Einbindungen, die sie haben, die vorhandenen Netzwerke, Ressourcen, Verpflichtungen, Privilegien, die sie mitbringen, aber auch Ressourcen, die sie haben, wie Zeit und Geld, Wissen von Freunden und Verwandten. Und das sind alles Faktoren, die auch irgendwie sich auf das Lernen und die Prüfung auswirken können. In unserem Projekt haben wir, wie wir feststellen, einen sehr, sehr breiten Begriff von Heterogenität gewählt. Für uns fällt da alles hinein, was zum Thema Lernen irgendwie ganz grob zusammengefasst werden kann. Also alles, was das Lernen beeinflusst. Und das umschließt Faktoren, die ganz häufig auch unter Diversität subsumiert werden. Diese breite Begriffsdefinition, die stand von VLAB 2013. Ich will das jetzt nicht näher ausführen und auch nicht näher ausführen, was es da so gibt an Diversität und Heterogenität, an Verschränkungen oder Abgrenzungsschwierigkeiten. Aber da gibt es sehr viel, was man auch nachlesen kann. Wichtig wäre mir, noch einmal die Risiken zu nennen, die mit dieser Heterogenität einhergehen. Studieninhalte und deren Vermittlung orientieren sich eben häufig nicht an diesen vielfältigen Lebensbedingungen. Und dadurch werden viele Studierende nicht angesprochen, fühlen sich nicht angesprochen und identifizieren sich weniger mit ihrem Fach. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, um auch wirklich dran zu bleiben an dem Fach. Starre Hürden wie Abgabefristen, Anwesenheitspflichten, Termine für Prüfungen, die können für Studierende mit unterschiedlichen Lebensbedingungen sehr einschränkend sein und eine große Hürde werden. Was können Sie jetzt tun als Lehrender? Da habe ich den ersten Tipp für Sie. Sie müssen sich erstmal über diese Vielfalt bewusst werden. Und ich hoffe, dazu habe ich jetzt ein Stück weit beigetragen, weil das ist der allererste Schritt, den Sie gehen müssen, zu erkennen, dass Sie nicht alle so sind, wie Sie das vielleicht früher waren oder wie Sie es den Normalstudierenden halt so vorstellen. Jetzt müssen Sie sich noch entscheiden, wie gehe ich denn damit um? Was mache ich denn jetzt daraus? Es gibt drei Arten von Umgang damit. Das eine ist mal, ich ignoriere das, eventuell nicht ganz die beste Lösung. Ich kann es integrieren. Das sind dann vor allem Versuche, einzelne lernenden Gruppen besser zu fördern oder die irgendwie auf das nächste Level sozusagen zu heben, dass sie besser mitkommen. Das sind so Brückenkurse, Sprachkurse, die da klassischerweise irgendwie mir einfallen. Und dann gibt es die Möglichkeit zu inkludieren. Das heißt, ich versuche, diese Vielfalt als Potenzial zu begreifen und sie auch wirklich in die Inhalte mit zu integrieren, also mit in meine Lehre mit zu integrieren. Und ich hoffe natürlich, Sie entscheiden sich jetzt für inkludieren und gehen ein paar Schritte weiter, was wir weiterhin tun. Dann wäre der nächste Tipp, signalisieren Sie Ihren Studierenden auch, dass Sie entsprechend offen sind. Das heißt, Sie machen einfach ganz am Anfang Ihres Semesters einen kurzen Satz, der sagt, wenn Sie aufgrund einer besonderen Studiensituation, wie zum Beispiel der zusätzlichen Pflege von Angehörigen, Unterstützung benötigen, dann kommen Sie gerne auf mich zu, sprechen Sie mich an, auch gerne nach der Lehrveranstaltung. Das öffnet schon ganz viele Türen und erst müssen Sie von den Problemen der Studierenden erfahren, um irgendwie auch eine Lösung finden zu können. Und das ist eben so ein Türöffner. Und der nächste Punkt ist, Studierende auf der einen Seite, aber es gibt auch die Lehrenden auf der anderen Seite und auch da muss man gucken, die sind auch sehr, sehr vielfältig und auch deren Lebensbedingungen, sind sehr vielfältig. Und da kann man auch reflektieren, wie ist man denn dahin gekommen, wo man gerade ist, welche Hilfen hatte man, Privilegien, Ressourcen, Erfahrungen hat man gesammelt, die einen dorthin gebracht haben, wo man jetzt ist, wer hat einem geholfen, was hat einem vielleicht auf dem Weg auch behindert. Eine gender- und diversitätsbewusste Haltung von Lehrerinnen trägt zum Abbau von Stereotypen und Diskriminierung in der Lehre bei. Studieninhalte, Lehrmethoden und Kommunikation können reflektiert und dadurch weiterentwickelt werden.
Studierende fühlen sich so integrierter, können motivierter lernen und einen konstruktiven Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion leisten. Ich habe noch einen Link-Tipp, wo Sie weiter nachlesen können. Da geht es vor allem darum, wie Sie reflektieren können oder worüber Sie noch reflektieren können und welchen Einfluss tatsächlich die eigene Erfahrungswelt auf Ihre Lehre haben kann. Dann komme ich zum nächsten Themenfeld und das ist Lehr- und Prüfungsgestaltung. Sieht schon ganz streng aus, oder? Der Herr auf der Folie. Ich habe Ihnen mal ein ganz nettes Bild mitgebracht. Kapitel 5 ist nicht klausurrelevant. Ich lerne es trotzdem mal, kann ja nicht schaden. Wie viele Studierenden sagen denn sowas? Keiner jemals. Ich habe das, weil Sie unten sehen können, über Constructive Alignment vom Freischwimmer hier. Sie kennen das sicher. Ich meine, Sie als Studierende waren vielleicht ähnlich. Das muss man auch sein. Man hat wenig Zeit und muss entscheiden, was ist denn eigentlich wichtig. Für uns ist da einfach nochmal wichtig zu sehen, das Lernziel, die Prüfung und die Lernaktivitäten, die sind nicht unabhängig voneinander. Die sind miteinander verwoben. Die Zusammenhänge werden in dem didaktischen Konzept Constructive Alignment beschrieben, das von dem australischen Psychologen John Biggs stammt. Es gibt zwar viel Kritik an dem Konzept, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig zu erkennen, dass wir nicht irgendwelche Lernaktivitäten haben können, irgendwas in der Lehre machen können, was nicht zwangsläufig auch mit der Prüfung und dem danach zusammenhängt. Also das hängt einfach zusammen. Seit Bologna sind wir auch aufgefordert, kompetenzorientiert zu prüfen. Das ist immer schön, was bedeutet das nun eigentlich so ganz konkret? Also vor allem geht es darum, nicht so viele wissensreproduzierende Aufgaben zu stellen, sondern vielmehr Aufgaben, die eher die Anwendung von Wissen, auf die Anwendung von Wissen abzielen. Das heißt, eine Umsetzung von Handlungszusammenhängen, eine Beurteilung und Reflexion von realitätsnahen Problemstellungen. Und bei diesen kompetenzorientierten Prüfen ist es sehr, sehr wichtig. Wenn ich hier weitergehen darf, also einfach, dass Sie transparent sind in dem, was Sie tun. Also was erwarten Sie eigentlich von den Studierenden? Ganz oft ist das Studierenden eben nicht klar. Gerade, ich sage mal das Beispiel Hausarbeiten, wenn jemand aus dem Ausland kommt, wenn jemand irgendwie noch nie studiert hat und gerade anfängt, ist das extrem schwierig zu erkennen, was ist eine gute Hausarbeit, wie zitiere ich nun richtig, ist das, was ich jetzt gemacht habe, gut, wie komme ich zu einer Fragestellung? Und das ist eben extrem wichtig, den Leuten da an die Hand zu geben, was erwarte ich eigentlich von ihnen, wie sieht eine gute Hausarbeit aus und wie bewerte ich das Ganze am Ende, nach welchen Kriterien gehe ich da vor? Aber auch das, gerade in Bezug auf Hausarbeit, ist schwierig, wenn das nur dabei bleibt. Man sollte auch Raum schaffen für semesterbegleitendes Feedback. Also ich muss den Leuten auch sagen, wenn ich Teilergebnisse sehe, das ist schon gut, weil hier könnte man noch besser werden, so und so. Lernförderliches Feedback sollte immer aufgabenbezogen sein und ausreichend detailliert. Also es geht darum zu zeigen, was muss man tun, um sich zu verbessern. Es sollte zeitlich so angelegt sein, dass Studierende es wirklich auch noch anwenden können. Es ist schön, das irgendwie ganz am Ende zu hören, das hätten sie besser machen können. Wenn ich es nicht mehr benutzen kann, dann vergesse ich es auch schnell wieder. Es sollte dialogisch angelegt sein, das heißt, ich kann noch irgendwie darauf reagieren. Und es sollte zyklisch angelegt sein, das heißt, es sollte mehrmals wiederkommen, dass ich auch sehe, ist es jetzt besser, ist es jetzt besser geworden. Genau. Und für lernförderliches Feedback ist es auch wichtig, dass die Studierenden dieses Feedback wahrnehmen können. Sie müssen das Feedback verstehen können. Das heißt, die Worte, die Beispiele, die darin auftauchen, das muss für die irgendeinen Sinn ergeben. Das Feedback muss emotional akzeptiert werden können, also wie das rübergebracht wird. Und sie müssen eine Gelegenheit haben, es umzusetzen. Es gibt eine schöne Studie vom Hochschulforum für Digitalisierung 2015. Da wird in der Studie gezeigt, zu formativen Prüfen, gerade wenn man semesterbegleitend prüft, immer wieder eine Leistung erhebt und darauf eine Rückmeldung gibt in diesem Feedback, dann kann man dadurch die Motivation der Studierenden steigern, man kann das Lernen vertiefen und man kann Lernen im Selbststudium fördern. Also das sind, glaube ich, sehr, sehr wichtige Gründe, die für formatives Prüfen oder überhaupt für Feedback stehen. Dann komme ich noch zum dritten Tipp in dieser Reihe und der betrifft Flexibilität. Ganz viele Studierende mit unterschiedlichen Problemlagen, die sein können, brauchen vor allem eins und das ist eben Flexibilität.
Das betrifft Flexibilität in der Anwesenheit, soweit sie denn noch relevant ist und vonnöten ist. Kann man da vielleicht Optionen bieten, wie man Fehlzeiten ausgleichen kann? Es geht ja darum, eine bestimmte Sache erfahren zu haben und dann wäre es auch wichtig, das ausgleichen zu können. Die Lehre kann zeitlich und örtlich flexibel sein. Sie kann aber auch, es ist auch wichtig für die Studierenden, sie planen zu können. Also wann genau habe ich denn eigentlich große Peaks in, wann muss ich denn wirklich viel Zeit einplanen innerhalb meiner Lehrveranstaltung? Und da ist es immer für Studierende, also in den meisten Fällen ist es günstiger, nicht ganz am Ende eine hohe Prüfungsbelastung zu haben, sondern immer wieder kleinere Sachen zu haben, weil man dann leichter durch den Alltag kommt als ganz am Ende eine ganz hohe Belastung. Flexibilität kann aber auch meinen, dass die Studierenden vertiefen können in Bereichen, die ihnen wichtig sind, dass sie Wahloptionen haben, dass sie gucken können, lese ich einen Text oder schaue ich einen Film dazu. Also, dass es auch hier Möglichkeiten gibt, Inhalte sich auf eine andere Art und Weise zu erarbeiten. Und Flexibilität vielleicht auch in dem Sinne von, ich habe hier eine Empfehlung von Plymouth, das ist eine Universität in England, die macht ganz was Tolles. Die stellt normalerweise tatsächlich zwei Optionen zur Verfügung, wie ich meine Prüfung machen kann. Dann kann ich mich entscheiden, wähle ich A oder B. Beides sind etwa gleich von der Zeit, von den Punkten, aber das eine findet vielleicht früher, das andere später im Semester statt. Das andere ist mündlich, das andere schriftlich und ich kann eben das wählen, was besser zu mir passt. Und ich kann dort eben meine Dinge zeigen, die ich kann. Dann komme ich noch zu dem Punkt Hilfe, Ausgleich und Fairness. Und da möchte ich ganz kurz einmal sagen, was ist denn überhaupt eine gute Prüfung? Einmal ist eine gute Prüfung valide, das heißt, ich kann, kann das messen, was ich da, ich prüfe wirklich das ab, was ich messen möchte. Ich kann sie wiederholen, das heißt, sie ist reliabel und sie ist objektiv. Das sind die drei großen Hauptgütekriterien. Und dann gibt es noch ein Nebenkriterium und das ist Testfairness. Und Testfairness bedeutet, die ist nicht gegeben, wenn bestimmte Subgruppen der Studierenden durch die Prüfung systematisch benachteiligt werden. Also zum Beispiel, das Prüfungsverfahren misst in solchen Fällen nicht mehr das eigentlich zu erfassende Merkmal, sondern zumindest für eine bestimmte Subgruppe nicht mehr. Das trifft zum Beispiel zu, wenn bei einer mündlichen Prüfung ein Nicht-Muttersprachler benachteiligt wird, weil er die Fragen nicht ausreichend versteht. Also es kann sein, dass es einfach doppelte Verneinungen sind, komplizierte Satzstrukturen, die dem Ganzen entgegensprechen, dass es man kulturell geprägte Beispiele bringt, mit denen man nicht klarkommt. Und da muss man sich als Prüfer fragen, ist es tatsächlich bei mir auch drin in meinen Prüfungsfragen oder nicht? Genau. Also, und dann gibt es aber auch andere Leute, die zum Beispiel 3 Stunden Klausur mit der Hand schreiben sollen und da steht dem Ganzen einfach eine körperliche Beeinträchtigung gegenüber. Und das funktioniert für die einfach nicht. Sie können die Prüfungsinhalte, aber sie können eben nicht 3 Stunden mit der Hand schreiben. Und da ist eben auch die Möglichkeit, einen Nachteilsausgleich zu bieten. Das heißt, sie können mit Prüfungsunterbrechungen arbeiten und trotzdem einfach diese Inhalte erbringen. Wichtig ist, es geht hier nicht darum, akademische Standards zu senken, es werden Dinge nur einfach anders abgefragt. Genau, deswegen ist wichtig, auf diesen Nachteilsausgleich zu verweisen. Generell ist auch wichtig, diversitätsgerechte Sprache und barrierefreie Materialien zu nutzen, um einfach Menschen gut mit einbeziehen zu können. Und als weiterer Tipp wäre noch, dass man sich um eine gute Arbeitsatmosphäre kümmert. Das heißt, man schaut, dass man die Leute ernst nimmt, die da sind, offen ist für Fehler, für Kritik und dann einfach mit den Menschen ins Gespräch kommt und Diskriminierung entgegentritt, einfach irgendwie eine gute Atmosphäre für alle schaffen kann. Jetzt habe ich Ihnen schon, hier habe ich auch noch eine Link-Empfehlung, wo Sie so was für eine gute Arbeitsatmosphäre auch tun können. Und dann würde ich gerne noch einen kurzen Fazit und Abschluss machen. Also wenn Sie sich nochmal ins Gedächtnis rufen, diese 300 Leute der BWL, was können die denn jetzt eigentlich noch tun, um irgendwie, dass es irgendwie dort besser funktioniert?
Also man kann semesterbegleitende Prüfungen machen, dass die Leute schon mal ein bisschen üben können, wie ist die Abschlussprüfung, sich darauf einstellen können, wo stehen sie eigentlich gerade. Man kann die Materialien diversitätsbewusst als auch barrierefrei gestalten. Man kann sich regelmäßig Feedback der Studierenden einholen und das auch anwenden. Zum Beispiel sollte man Mikrofone in der Veranstaltung benutzen. Manche tun das nicht unbedingt, sodass wirklich Leute besser hören können. Man kann Offenheit für die Belange der Studierenden signalisieren und dann kann es einfach sein, da sagt einer, ich höre nicht gut trotzdem und der kriegt einfach vorne seinen festen Sitzplatz, der ist für ihn reserviert und dann kann der auch einfach dieser Veranstaltung folgen. Man kann auf diesen Nachteilsausgleich hinweisen und auf einige andere Dinge mehr, die ich erzählt habe, die wir aber auch in unserer Schulung da drin haben. Wenn Sie mehr erfahren wollten, würde ich vorschlagen, Sie werden einfach Lehrender in Brandenburg, dann können Sie gerne unsere Schulung besuchen. Ja, oder Sie schreiben uns. Genau. Ich würde gerne noch darauf hinweisen, dass wir gerade eine Videoreihe planen zur Ergänzung unserer Schulungsinhalte, dass man das einfach, wenn man Zeit hat, nachgucken kann. Und da freue ich mich ganz, ganz doll, dass wir eine Kooperation jetzt haben mit dem Zentrum für Kompetenzentwicklung und Diversity Management. Die ist von der Uni Duisburg-Essen und der TH Köln und zwar zum Thema Projektarbeit. Und falls sich jetzt noch mehr Menschen finden, die auch gerne unbedingt ein Video mit uns machen möchten, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn Sie uns schreiben. Hier haben Sie noch mal... Das war zu schnell. Genau, unten drunter steht nochmal die Adresse vom Projekt. So, dann bin ich soweit fertig. Wunderbar, vielen Dank, Frau Seidel. Wir haben noch 2 Minuten, das heißt, ich schlage vor, wir nutzen die noch für die ein oder andere Frage. Auch schon mal der Hinweis, ich glaube, ich werde Ihnen einfach gleich im Anschluss meinen Laptop überlassen und Sie können im Chat noch kurz den einen oder anderen Link im Chat posten, dann können die Leute ihn sich gleich rauskopieren. Gerne. Das machen wir gleich im Anschluss, wenn wir dann visuell mit der Session vorbei sind, läuft der Chat einfach noch 2 Minuten weiter. Wenn Sie schnell eine Frage haben, dann posten Sie die im Chat. Sie landen direkt hier bei mir auf dem Laptop. Wie immer der Hinweis, rechts am Bildschirm auf den lila Pfeil klicken, dann geht das Chatfenster auf. Angelika schreibt schon eine Frage in den Chat. Sie schreibt, wie werden wir in 20 Jahren heterogenial prüfen, sprich unter Einfluss von KI und neuen Technologien? Ich bin gespannt. Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Wenn Sie das wüssten, dann könnten Sie gleich ausgründen. Ja, genau. Ich beobachte das gerne weiter und wenn es geht, forme ich es mit in die Richtung. Es ist natürlich toll, wenn es irgendwie in die Richtung geht, dass es individualisierter ist, die Leute häufiger eine Rückmeldung bekommen, dass sie einfach gut miteinander lernen können, dass man sieht, welche Bedürfnisse die Menschen haben und darauf eingehen kann. Mhm. Kurzer Hinweis, Angelika, aber ich glaube, das hast du ja auch schon längst auf dem Schirm. Wir haben morgen noch den KI-Campus, den ganzen Tag als separate Bühne, die hier auch live vom EUREF-Campus aus streamen werden und auf das ein oder andere KI-Thema eingehen. Vielleicht ist da eine passende Session mit dabei. Nicole schreibt, sie freut sich auf die Zusammenarbeit. Das heißt, sie scheint auch schon in dem Projekt involviert zu sein oder demnächst anzudocken. Das ist natürlich auch toll. Meinerseits vielleicht noch kurz die Frage, ich meine, je aufwendiger eine Prüfung, oder je besser eine Prüfung, umso aufwendiger auch die Vorbereitung, das Anlegen davon. Wie viel Widerstand gibt es denn unter Lehrenden dem Thema gegenüber? Oder also ist das relevant? Stößt das eher auf Unmut? Das muss ich jetzt auch noch mitdenken? Oder trifft das eher wirklich auf offene Arme? Ich glaube, es gibt immer solche und solche. Es gibt natürlich die, zu uns kommen, die sind in der Schulung, die sind dann schon potenziell interessiert an dem Thema und man kann gut miteinander arbeiten. Und also ich finde das immer, jeder kleine Schritt zählt, jedes kleine Signal an die Studierenden, hier tue ich etwas, ist gut, bevor man gar nichts macht, ist schon mal dieses Signalisieren der Offenheit, der Hinweis auf den Nachteilsausgleich, dass es das gibt. Es muss nicht immer der ganz, ganz große Wurf sein, aber es sind die kleinen Schritte, die irgendwie dazu führen, dass es besser und besser wird. Also auch diversitätsbewusste Materialien, da kann man einfach durcharbeiten und durchschauen. Das ist jetzt nicht unbedingt, es ist natürlich einmal ein Mehraufwand, einmal ein Draufgucken, aber ich glaube, das ist nötig und das sollten wir tun. Andersrum gefragt, wie ist es denn bei den Studierenden? Gibt es da auch Studierende, die sagen, so, ich habe mich jetzt an das eine Format so gewöhnt, je experimenteller das Prüfungsformat, umso aufwendiger oder anstrengender für mich? Also das ist, glaube ich, jetzt wie mit dem Maskentragen. Manche tun das total selbstverständlich und andere sind total genervt davon, wenn sie mal 2 Minuten aufsetzen müssen und andere tragen sie den ganzen Tag. Also
Also man braucht keine quasi, man braucht nicht darauf, damit rechnen, den einen oder anderen noch explizit an Bord holen zu müssen, sondern in der Regel sind die ohne großen Aufruhr mit dabei. Ja, man holt ja sozusagen nur ein paar mehr Leute ab und ich glaube nicht, dass das irgendwie für die meisten Studierenden störend ist, dass man das tut. Es gibt genug Leute, die stört es, wenn man gendert, aber auch da, man gewöhnt sich nach und nach daran, ist am Anfang halt eine Umstellung, aber ich glaube, dann ist es irgendwann eine Selbstverständlichkeit und da sollten wir hinkommen. Das sind gute Neuigkeiten, würde ich sagen. Ja, und vielleicht zum Abschluss noch ein Statement. Liebe Angelika, ich kann ergänzen, im Rahmen des Projektes beschäftigen wir uns auch mit automatischer Auswertung der Studierendenbewegung, also mit Learning Analytics. Das war eine Antwort an Angelika, die eben das KI-Thema eingebracht hatte. Ja, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr sind wir schon eine Minute drüber. Das heißt, wir schließen hier den Vortrag. Vielen Dank, Frau Seidel.